Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu City Skylines. Ja, wir haben kämpfen uns immer noch mit diesem Verkehrsproblem hier zusammen, auseinander. Und ich überlege immer noch, ob das nicht möglich wäre, hier so eine Kreuzung einzubauen. Sie wäre zwar groß, kostenintensiv, aber die Endlösung wäre es hoffentlich. Bedeutet aber auch, wir müssten hier 90% unserer Stromgeneration abreißen. Was aber gleich nicht das größte Problem wäre, denn wir können ja mit... Wir haben doch irgendwo diese neuartige Stromversorgung gehabt. Warte mal, wo waren die? Nee, das war nicht das da, oder? Nee. Diese neuartige Stromversorgung hier, das da. Das ozeanische Thermendings da, Bums da. Das dezent viel Strom erzeugt. 480 Megawatt. Also das Doppelte von dem Teil. Welle 2 tut unsere komplette Stromabteilung, glaube ich, decken. Ich würde sagen, wir setzen zwei von denen nach da vorne. Die brauchen eine Straßenanbindung. Hupsi. So, dann haben wir hier schnell noch eine Brücke drüber. So, dann haben wir hier die thermischen Generatoren. Die können dann gleich mal in den Dienst treten. Wenn wir hier überlegen müssen, wie wir das machen. Die tun jetzt produzieren, ne? Ausgangsleistung 480 Watt. Bedeutet, wir können die hier abreißen. So. Nach meiner Berechnung nach sollten wir jetzt immer noch genug Strom erzeugen, ne? Ja, perfekt. Problem ist natürlich, dass jetzt hier der ganze Strom erstmal fürs Erste ausfällt. So. So, so, so. Jetzt geht das Teil weg und bewegt sich mal nach da. Die Polizeiwache kann sich auch mal nach da innen verknüdeln. Die Feuerwache kann ebenso woanders hin. Mein Handy hat gerade schon wieder vibriert, weil irgendeine Nachricht reingeflossen ist. Das Teil kann sich auch mal nach dort begeben. Denn jetzt geht es darum, erstmal alle Straßen abzureißen, die wir in den letzten paar Folgen gebaut haben. Das ist hier den Obergrundbau. Und wir tun mal das komplette System hier zerlegen. Weg mit diesem Autobahnkreuz. Es war nett mit dir, aber es war leider nicht effizient genug. So. Jetzt schauen wir nochmal, wie groß dieses Kreuz ist. Sehr, sehr groß. Sehr, sehr, sehr groß. Wenn wir das hier ungefähr hinsetzen würden, würde das klappen, glaube ich, mit den Anschlüssen. Bedeutet, wir müssen ein bisschen was hier umkreieren. Wir müssen zum Beispiel hier noch ein bisschen was wegreißen. Und fürs Erste auch mal die Straße hier abreißen. Plus der ganzen Industrie vor Ort. Die Straße müssen auch neu gelegt werden. Da muss nochmal eine Straße weg. Beziehungsweise das Lager müsste versetzt werden. Wieder eine Nachricht bekommen. Was ist denn heute los? Ist heute der Tag der Nachricht, oder was? So.
So. Schaut bescheuert aus, hat einen Sinn. Meistens, glaube ich. Wir tun jetzt mal hier einen Teil der Brücke abreißen. Warum ist das nochmal eine Dreispur? Ich weiß es gar nicht. Machen wir hier halt dann wieder draußen eine Dreispur, wenn sie das Schule, das Zeug, das so will. Wo ist die Dreispur? Da ist die Dreispur. Dann können wir nicht das Teil. Nee, warte mal, das muss so mit dem Knicks hier ungefähr. So. Hier angeschlossen. Dann wird das angeschlossen. Dann müssen wir auch nochmal ein bisschen umdenken. Denn immerhin... muss es jetzt wieder hier dran gehen. Ich würde also sagen, das geht... wenn man das jetzt gleich so schräg weggehen. Der eine geht hier dran und der andere geht hier dran. So. Problem gelöst, würde ich mal sagen. Dasselbe machen wir einfach hier nochmal. Und dann wieder eine Zweispur. Ah, Stromverbindungen. Ja, Stromverbindungen wären vielleicht noch schlau. Upsie. Warte mal, tun wir hier eine Straße hinziehen und dann tun wir die hier hin. Und von hier verbinden wir nach hier. Das einzige ist noch hier die Straße, ne? Das ist eine zweispurige Dingsstraße. So. Da kommt dann da wieder Industrie drauf. Ah ne, warte mal, das hat einen Sinn gehabt. So. Lass mich raten, da ist wieder eine Ampel. Die kann ja mal weg. Wird es hier aber eine reine Abbiegerspur. Dann sollen die mit der hier gerade fahren. Und es wollen alle umdrehen. Was? Hä? Das ergibt immer gar keinen Sinn. Nur abbiegen. Nur hier lang und nur hier lang. So. Geradeaus. Geradeaus. Kreuzungsregeln aktivieren. So. Das Problem ist, dass die alle abbiegen wollen. Oh, ich könnte sie killen dafür, ey. Ihr fahrt jetzt geradeaus. Und mir wurscht, wieso ihr macht es jetzt. Sie haben die Möglichkeit, dass sie direkt dahin kommen.
die Straße. Aber nein, sie fahren dorthin, um dann umzudrehen, um wieder zurückzufahren, was so absolut gar keinen Sinn an der AI gibt. Was haben denn die jetzt hier für ein Problem? Warum sind die denn so lahmarschig? Kommt, gib Gas, hopp. Dann steckt natürlich alles, wenn ihr hier steckt. Jetzt versuchen die zu drehen. Ich kann heulen. Moment, fahren jetzt die... Ach du Heilige. Hä? Leute, ich will bloß sagen, ihr dürft dazwischen auch wechseln. Ich check's echt gerade nicht. Das ist gerade überfordernd, ey. Du fährst geradeaus. Habe ich das nicht euch schon einmal erklärt? Dass auf der Brücke nicht gewendet wird? So. Und auf einmal wollen alle wieder umdrehen. Jetzt ist langsam, werde ich echt verkehre irgendwie. Hä? Da ist alles aktiv. Da ist auch alles aktiv. Warum hängt ihr dann die ganze Zeit? Weil die alle nur eine Spur verwenden. Und da stecken sie aus was für einem Grund? Weil sie wechseln wollen. Ach, Herr Jemini, das ist wieder... Und natürlich geht dann die komplette Stadt dich zugrunde, ey. Oh. Ich sollte teilweise mein Stadtlayout ein bisschen überdenken, habe ich das Gefühl, ey. Wie schaut's mit unserer U-Bahn aus? 3000. Die bringen doch auch genügend wahrscheinlich hier raus, oder? Was ist mit der gelben Linie? Die gelbe Linie hat 800 Besucher. Das ist ja was. Was ich nicht so ganz verstehe, was hier abgeht. Also ja, hier staut sich's halt, weil Ding, aber geht es nicht schneller? Kann ich dem nicht sagen, entweder hier lang oder hier lang? Ah, dann wollen alle da lang, weil sie... Hä? Ich check's gerade echt nicht mehr, ich bin gerade echt überfordert. Ob das schlau ist, für beide Abteile eine zusammengehörige Abfahrt zu bauen, ist es Frage. Oh. Oder sie nicht einfach nochmal hier eine simple Straßenanbindung zu bauen. Was geht hier denn schon wieder ab? Vielleicht sollten wir einfach hier wirklich nochmal eine Straßenanbindung durchziehen. Steht da irgendwas Wichtiges auf der Straße? Oh ja, sogar einiges. Die Grundschule, die ja, die kann man verlegen. Der Bunker, verlegbar. Die höhere Schule verlegbar. Arztanlage verlegbar. Ja, Leute, wir können jetzt hier rein nochmal die große Straße setzen. So.
die dann, ja, da reinführen soll. Bedeutet, hier wird es dann zu einer normalen Straße, die nach da vorne geht, um die Ecke führt. So. Ich habe keinen Plan, wie gut diese Idee war, aber ich hoffe mal, sie war gut. Ampeln alle mal aus. Hier stehen schon so große Hochhäuser. Sie müssen sich... Der Stau müsste nur mal weg. Das Problem ist halt, der Stau hört auch nie auf sonst. Jetzt tun wir noch einmal den Stau löschen für den kompletten Verkehr. Jetzt haben wir ja alles so ziemlich aufgelöst. Alles kann überall hin. Das dürfte doch jetzt kein großes Problem mehr sein, oder? Der Verkehr fließt. So wie man es will. Jetzt staut sich gerade nichts. Okay, hier staut sich es gerade ein bisschen. Selbst in der Stadt ist es ruhig. Was man einführen könnte, wäre ein Ding. Wo ist denn das? Eine Krankenhaus-Helikopteranlage. Wo sind denn die ganzen Helikopteranlagen mittlerweile? Hier so ein Medic-Teil. Könnte man ja hier noch bauen. Und für die Police-Anlage gleich daneben noch eins. Wo ist denn das jetzt? Wo ist denn der Platz? Dann setzen wir das halt hier unten hin. Da gehen gleich mal zwei in Einsatz. Auch nicht. Ja, alle sogar alle drei. Wir sind auch alle drei im Einsatz. Jetzt bräuchte man nur noch Müllhelikopter, dann wäre es ja super. Aber hier scheint sich der Stau eigentlich zu relativieren. Was ist, wenn ich das jetzt degradiere noch auf eine Spur, also wirklich zweispurig? Dass wir das wirklich so runter reduzieren, wie sich es eigentlich gehört. Meine Maus reagiert schon wieder gerade nicht, das ist uncool. Oh, jetzt habe ich irgendwas umgebaut, was ich nicht machen sollte, glaube ich. Ups. Weil so kann auch nicht zu viel drauf fahren. So. Jetzt stehen sie schon wieder. Warum? Die stehen ja fast instant und dann steht halt der komplette Rest der Stadt auch. Mittlerweile haben wir wenigstens Helikopter-Support, das ist doch schon mal etwas. Aber die sind auch fast 24/7 im Einsatz. Aber Leute, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!